Hallo, ich heiße Sophia, ich komme aus Russland und ich studiere an der Hochschule Zwickau. Ich studiere Languages and Business Administration und in diesem Video erzähle ich dir, wie du dich für Studium matrikulierst und wie du den Zugang zum Intranet und Internet bekommst. Wenn du es geschafft hast, alle Angelegenheiten zu deinem Aufenthalt in Zwickau zu klären, wird es Zeit, dass du ein offizieller Bestandteil von unserer Hochschule wirst. Was dir noch fehlt, ist eine Matrikulationsbescheinigung. Gehe mit folgenden Dokumenten zum Dezernat für Studienangelegenheiten. Du brauchst einen Zahlungsnachweis für den Semesterbeitrag, am besten eine Kopie des Kontoauszugs, eine Kopie der Krankenversicherungsbescheinigung und eine Kopie des Visums oder Aufenthaltstitels, wenn du keinem EU-Staat angehörst. Nach der Immatrikulation bist du offiziell an der WHZ eingeschrieben und erhältst folgende drei Dokumente. Erstens deinen Studentenausweis. Deinen Studentenausweis musst du an einem der Automaten, zum Beispiel bei der Mensa Innenstadt, validieren lassen und mit Geld aufladen, damit du ihn in der Mensa benutzen kannst. Deine Immatrikulationsbescheinigung. Eine Kopie davon solltest du der Verwaltung des Studentenwerks, an deine Bank und an deine Krankenkasse nachreichen. Ein Dokument mit Informationen des Netzwerkdienstes der WHZ, ZKI. Im letzten Dokument ist ein Antrag auf Zugang zu Netzdiensten enthalten. Es ist sehr wichtig, dass du diesen ausgefüllt persönlich bei dem IT-Service, dem ZKI, abgibst. Nachdem du ihn abgegeben hast, kannst du dir deinen Netzzugang entsprechend der Anleitung einrichten. Als Mieter oder Mieterin eines Zimmers im Wohnheim kannst du dir einen Internetanschluss im Zimmer einrichten. Das erledigst du online unter der folgenden Adresse. Wenn du das alles geschafft hast, kann dein Studium richtig losgehen. Damit du immer genau weißt, wo du hin musst, kannst du hier deinen Stundenplan einsehen und herunterladen.